So, hallo, da sind wir wieder zu einer neuen Aufnahmesession von Dragon Age Origins. Letztes Mal ist es schon ein bisschen her. Das lag daran, dass ich zwischendurch krank war und wie auch wahrscheinlich bemerkt, dass hat sich auch der Sendetermin bzw. der Hochladetermin für diese Folgen verschoben. Von nun an wird es Dragon Age Origins immer Samstag und Sonntag geben, dafür aber als Ausgleich 2 Folgen mehr, also 6 Folgen statt 4 Folgen wie bisher. So, wir befinden uns gerade in einem ich glaube, Heiligtum von der möglicherweise Andraste, beziehungsweise in einem, doch ein Heiligtum, in einem Ort, in dem irgendeine Art von Blutritual durchgeführt wurde, wovon offenbar alle weiblichen Dorfbewohnerinnen betroffen waren, ab einem gewissen Alter, schätze ich mal. Und jetzt sind wir hier eingedrungen, sind auf zahlreiche Kultisten gestoßen und einige Drachen und bewegen uns ein bisschen weiter fort. Die wichtigste Frage vornherein erstmal. Oder eine wichtige Frage allgemein. Wie viel Verletzungsausrüstung solche Dinge haben wir eigentlich? Ich meine mich zu erinnern, dass es ziemlich wenig war. Eine schwache, das ist schon mal nicht so gut. Wenn es nur eine ist. 5 starke Wundenumschläge. Okay, und keine richtige. Wir haben eine einzige schwache Verletzungsausrüstung. Okay. Ärgerlich. Und ich bin schon gespannt auf die ersten Kämpfe wieder. Weil traditionellerweise sind die ersten Kämpfe Kultisten Magier, natürlich gleich ein Magier. In solchen Spielen erst ein bisschen heftiger. Ich habe das Gefühl, beziehungsweise nach einer ersten Aufnahme erst etwas heftiger oder ungewohnter. Da hier ein Gang ist, gehe ich davon aus, dass er einfach nur eine Lockgestalt ist, an die ich jetzt angreifen soll. Und da auf den Gang auf die Leute rausgesprungen kommen. Das heißt, ich gehe einfach mal hier hin. Bin ein bisschen erstaunt, dass es jetzt ins Vier. Wird erledigt. So, kommt der Magier angelaufen? Der Magier kommt nicht angelaufen. Ja gut, dann müssen wir ihn angreifen. Jetzt kommt er angelaufen. Zurück. Ja, das ging mal schön ins Leere, mein Freund. Und das wird gleich ein Fehler für dir sein, dass du hierher kommst. Ich werde es tun. Aha. Wollte gerade sagen, du bist niemals allein. Ist aber kein so großes Problem. Weil auch der Meuchelmörder muss jetzt gleich mal sterben. Und auch dieser natürlich. Kannst du mal das Ding... Kannst du umhauen oder auch direkt kaputt machen. Wir haben irgendwelche lustigen Flüche auf uns geladen, offensichtlich. Die aber jetzt auch schon wieder vorbei sind. Wunderbar, was haben wir denn da? Ein Saphir. Würde ich gerade... Achso, oh. Ich bin schon fast überladen. Eine schwache Natursalbe. Und das war's. Okay. Speichern wir das Ganze mal kurz. Der Kampf ging ja ganz gut. Gehen wir jetzt dahin, wo der Magier war? Ja, komm, gehen wir mal dahin, wo der Magier war. Ich nehme an, die beiden Meuchelmörder haben sich gerade Seitengang versteckt. Lava, glaubt ihr, der Berg könnte ausbrechen? Ich wäre nämlich lieber nicht hier, wenn das geschieht. Ja, das wäre ich auch ungern. Dankeschön, da würde mir auch die stärkste Rüstung nichts helfen. Es wird gespeichert, das heißt, ich speichere jetzt gleich nochmal, damit ich einen Schnellspeicherstand habe, denn hier ist wahrscheinlich ein größerer Kampf wieder mal. Da es eine größere Halle gibt. Da hinten sind schon irgendwelche arglistigen Gestalten. Wahrscheinlich sind hier irgendwelche Fallen wieder versteckt. Ich gehe mal Schrittchen für Schrittchen vorwärts. Okay. Ganz langsam, bis jetzt mal einer oder zwei davon entdecken. Stopp. Wir bleiben mal schön hier. Ich bin dran. Ich werde es tun. Und jetzt greifen wir an. Sehr schön. Selbstverständlich. Was? Nur zwei Leute? Kann ich glauben. Da sind noch ein paar offensichtlich. Aber den müssen wir nicht mal sofort anlocken. Achso, ich wollte gerade sagen, wir schießen da von hinten. Es ist eine Freundin. Wunderbar. Können wir kurz warten? Und vielleicht noch ein bisschen looten. Schwache Eissalbe. Da hinten sind irgendwelche Plünderer. Die können wir vielleicht auch noch gleich erledigen. Ach, da hinten ist noch jemand. Ein Aufseher. Ach, schon gut. Wir müssen siegen. Während ich mich noch entscheide, wen ich gerade angreifen will, wird diese Entscheidung auch schon abgenommen. Nicht wahr, Herr Plünderer? Der da hinten macht irgendwelchen faszinierenden Kram. Ja, Zauberimmunität ist ja ganz hervorragend. Da können wir uns später kümmern. Looten wir erstmal den Herrn hier vorne. Können wir es noch speichern? Nee, wir sind mitten im Kampf, deswegen wahrscheinlich nicht. Ah ja. Die Dinge passieren. Das heißt,
Alle die... Wieso kommen wir eigentlich nur... Ah. Selbst erledigt. Verdammtes Drachenjunges. Noch mehr Drachenjunge. Was haben wir... Was hat's mit diesem Drachenjunge die ganze Zeit auf sich? Vermutlich ist Gewalt. Ich meine nicht, dass sie irgendwie wahnsinnig stark wären. Mehr hast du nicht drauf. Zwei Däner bitte. Vielleicht noch mit einem mächtigen Schlag. Sehr schön. Achso. Können wir bitte uns alle mal um den kümmern noch? Habe ich mich ganz vergessen. Sehr schön. Warte, bis der mächtige Schlag aufgeladen ist. Danach rennen wir da hoch. Jetzt schnell hochrennen. Und greifen diesen Herrn da hinten ein, wenn ich den mal kurz den anvisieren dürfte. Ja. Etwa so. Ja, Zauberimmunität ist mir egal. Der mächtige Schlag ist kein Zauber. Du machst auch nicht wirklich viel Schaden. Obwohl, warte, was machst du? Ohohoho. Ohohohoho. Da ist aber jemand, das ist ein Problem. Die wird leider gleich sterben, glaube ich. Winne, kannst du sie noch irgendwie heilen? Nein, ist schon gut. Dann geh doch kurz mal da hoch. In dein eigenes Interesse vielleicht sogar. So. Und jetzt greifen wir diesen Herrn Drago an. So, du kannst ruhig mal so einen Bolzen mit reinhauen. Ja, sofort. Und ab und zu auch mal Leute heilen, wenn du es mal... Du bist betäubt. Wie bist du denn wieder betäubt gerade? Vielleicht solltest du doch mal so einen starken Wundumschlag nehmen. Gute Idee. So. Jetzt hauen wir den mal kurz um. So, das wäre Nummer 1. Kommen wir jetzt zu Nummer 2. Ruhig noch ein magisches Geschoss. Und vielleicht auch mal eine Heilung auf den da vielleicht. Und noch ein Steinfaust oder so. Und das dürfte es gewesen sein. Ja, das tun wir zwar, aber ich glaube, die liebe Oriana. Aua, hat es ziemlich eklig erwischt. Ja, ich weiß, ich bin in eine Falle getappt. Wir haben leider nicht mehr so viele Verletzungsausrüstung, nur noch eine, soweit ich weiß. Deswegen gucken wir gleich mal nach, ob du eine schlimme Verletzung hast. Bluthusten. Abzug auf Erschöpfung. Na gut, das musst du erstmal hinnehmen. So oft strapazieren wir das nicht, die Erschöpfung bei dir. Drago hat eine Drago-Schuppe dabei, die ich natürlich sehr gerne mitnehme. Ebenso du wahrscheinlich, genau. Was hat denn der Kultistenführer dabei? Vielleicht Felsausrüstung? Zauberweber und Geld. Plus 5 Magie, plus 1 Mana-Regeneration im Kampf, plus 10% Zauberresistenz und plus 3 Elektrizitätsschaden. Nett, da muss ich aber was Alteres dafür loswerden. Haben wir irgendwelche komischen, hässlichen Lumpen, die wir nicht brauchen? Große, hölzerne Schilder zum Schilde zum Beispiel. Schilder. So. Alles nehmen, sehr schön. Wir haben hier noch irgendwelche lustigen Eier. Die wohlig warm in ihre Nest sitzen. Nein, ich will keine Scherze darüber hören. Insbesondere nicht von Tempus. Aber wir wollen ein paar Fallen entschärfen. Blitzschnelle Reflexe erfolgreich geschaltet, ist ja großartig. Hier machen Erfolge fast noch ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Gucken wir erstmal ein bisschen noch hier rum, ob es noch weitere Fallen gibt. Oder ob ich da hinten noch überhaupt irgendwas finde. Das scheint mir ehrlich gesagt nicht der Fall zu sein. Alles wirkt so ein bisschen, als ob sich hier, als ob wir auf irgendeinen wirklichen richtigen Drachenkult gestoßen wären. Würde auch Sinn ergeben, denn Drachen in einem, ich sag mal, halbaktiven Vulkan. Da haben sie bestimmt ein schönes, warmes Zuhause. Ist mir schon klar, dass sie sich hier ansiedeln. Aber was hat das mit diesem Kult genau zu tun? Warum arbeiten die so zusammen? Das wird wohl kein Zufall sein. Folgen wir erstmal weiter dem Gang. Eine weitere Höhle. Da hinten ist irgendwas. Ein Kultistenmagier. Ja, nicht so. Nein. Bleib ruhig mal hier. Fluch der Irreführung. Da hätten sie nämlich noch weitere unangenehme Gestalten. Ich würde auch vorschlagen, dass wir uns überhaupt mal hinter diese... Genau, hierhin zurückziehen. Wie ihr meint. Auf dass der Magier mal zu uns kommen möge. Oder der Drache ist auch in Ordnung. Eisige Umarmung. Shit. Das, was ich möglichst lernen sollte, habe ich gehört. Gut, erstmal den Drachen. So, dann auch Magie gleich. Möglichst viel.
Aua, 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 bitte hör auf, mich anzugreifen, du blödes Vieh. Stopp. Du kannst ruhig mal ein bisschen heilen, am besten den Tefgal hier. Und dann ruhig noch so einen Schuss. Oh, alle sind betäubt, das ist schlecht. Oh Gott, Wind ist fast tot. Das ist noch schlechter. Heile dich, große Frau. Sehr schön. Heile dich, großer kleiner Mann. Dieser Drago geht mir ja schon so ein bisschen auf den Sack. Können wir den gleich mal töten? Sehr schön. Und dieser Magier geht mir ehrlich gesagt noch mehr auf den Sack. Den sollten wir auf jeden Fall töten. Sehr, sehr gut. So, ist der Kampf jetzt beendet? Besser, können wir uns nicht erstmal alle so heilen, ohne dass wir irgendwas verbrauchen. So, haben wir noch irgendwelche diversen Siegel, Fluch der Irreführung, ist mir egal. Ich speichere kurz mal und gucke mal an, was der Magier dabei hatte. Der hatte dabei etwas Geld und der Drago hat wahrscheinlich eine Schuppe dabei. Er hat eine Schuppe dabei. So, sind wir alle wieder fit? Wir sind alle wieder fit. Und wir gehen noch etwas weiter rein. Es gibt wahrscheinlich noch weitere Plünderer oder irgendwas in der Richtung oder weitere Drago-Jungen. Wir haben jetzt schon mal zwei kräftige Leute ausgeschaltet. Oh, guck mal, ein Drachenei. Aber ein paar Bogenschützen oder ein Bogenschütze bisher, das ist kein Problem. Wird wahrscheinlich nicht der letzte gewesen sein. Ich weiß nicht, ob wir das Drachenei plündern dürfen oder ob es gleich schlüpfen wird. Angriff! Ah ja. Was für ein gerissener Schlingel. Guten Tag. Ja, du wirst nicht lange überleben, mein Freund. Aua. Wieder irgendein ärgerlichen Fluch. Was ist das? Mal des Todes. Allein zusätzlichen Schaden durch alle Angriffe. Allerdings gibt es keine weiteren Angriffe. Da ist ja auch die Zeit, die mir jetzt verbleibt, ziemlich egal. Ich speichere kurz mal. Und schau mir mal... Vielleicht ist mir das Buch vorher an. Sehr schön. Neuer Kurzantrag, die erste Verderbnis, Kapitel irgendwas. Und ein Ei. Ach, das da. In dem Ei ist eine Armbrust und ein Lebenstrinker. Okay, ein seltsamer Ort, das zu deponieren. Die Armbrust brauche ich wahrscheinlich eher nicht, aber wohl, weil der Lebenstrinker ist plus 4 Zauberkraft. Ganz nett. Lass mich rein, ich habe. Genau. Die Armbrust. Habe ich dafür irgendwelchen Mist, den ich weggehen kann? Nimm. Ich habe hier Magierauge. Plus 4 Angriff. Warte mal, habe ich nicht noch irgendwelchen Mist? Alte Elfenhandschuhe, Soldatenhelm, roter Stahl. Der kann ja mal weg. Nehme ich die Armbrust mal dafür. Neuer Kurzantrag, der Lebenstrinker. Uriana, was hast du eigentlich für eine Waffe? Du hast auch eine Armbrust, nicht wahr? Kann man dir die andere Armbrust geben? Die kann man nicht, weil du zu wenig Stärke hast und... Ja, aber ansonsten ist es nicht schlecht. Aber auch nicht so unglaublich gut. Lebenstrinker, wo war denn das? Ach, das war irgendein Amulett mit mehr Magie. Was du vielleicht nehmen könntest. Voraussetzung zum Blutmagier. Okay. Aber ich habe einen Codex-Eintrag dazu bekommen. Ich würde mir ganz gerne mal den Codex-Eintrag anschauen, wenn das geht. Wenn ich nur irgendwie die Ahnung hätte, wo das war. Genau, J's Journal. Gegenstände. Die Bardentanzschuhe, der Lebenstrinker. Niemand weiß mit Sicherheit, woher dieses Amulett stammt. Wir haben nur eine Legende. Lange bevor die goldene Stadt sich schwarz verfärbte, lebte im Reich von Teewinter am Hofe des Archon ein gebrechlicher alter Magier. Er war der geringste unter den Magiern bei Hof, zuständig für das Licht. Seine Aufgabe bestand darin, morgens tausende von Kerzen zu entzünden und sie abends wieder zu löschen, wenn der Archon sich zur Ruhe begab. Alle einflussreichen Magier hielten ihn für gänzlich nutzlos, aber er wartete nur ab. Eines Tages, als sämtliche Magister des Reichs sich in der großen Halle des Archons versammelt hatten, schlug der Kerzenzünder zu. Er beschwor einen gewaltigen Feuerstrom in der Halle, um alle Anwesenden zu beseitigen und selbst die Macht zu ergreifen. Der Hof bestand aus den mächtigsten Magiern des Reichs. Sie gaben ihr Bestes, um den Usurpator rasch zu zerstören, mussten jedoch mit Erstaunen feststellen, dass sie dem alten Magier nichts anhaben konnten. Jeder Zauber, den sie wirkten, verpuffte und die Magister fielen einer nach dem anderen, bis sich nur noch der Archon und der Kerzenanzünder in einem Kampf von Magie und Willenskraft gegenüberstanden. Der Archon sah, dass der Kerzenanzünder mit jedem Zauber ein wenig mehr in sich zusammenfiel. Also bombardierte er den Magier mit Zaubern, bis am Ende der Palast in Ruinen lag, Leichen den Hof übersäten und von den Kerzenanzündern nur noch ein goldenes Amulett übrig war. Das nahm der Archon an sich, als Erinnerung daran, dass Verrat auch aus der harmlosesten Ecke kommen kann. Uiuiui. Ui, ui. Und trotzdem kann es verkauft werden, weil wir keinen Blutmagier haben und wahrscheinlich niemals haben werden. Obwohl, ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendeiner
Was war hier? Kultisten, Meuchelmörder. Wie ihr meint. Dass ich mir irgendwann einen Blutmagier an dienen will. Der sich mir anschließt. Es wäre zumindest ganz biowährig, sag ich mal. Was die Begleiter angeht. Wir haben immer schon Meuchelmörder dabei. Wir haben Golem. Und diverse andere lustige Leute. Ich finde es übrigens sehr geil, dass ich gerade ich bin sehr froh, dass ich gerade den richtigen Gang erwischt habe. Also irgendeine Art Seitengang. Wir haben jetzt eine zweite Drachenhöhle gerade ausgeräuchert. Und den Hauptgang habe ich offenbar noch nicht erreicht. Also dort, wo die Meuchelmörder vorhin standen. Wir haben gerade den Gang mit dem Magier erledigt. Wer sich erinnern mag, ich speichere nochmal. Und wir müssen jetzt hier rechts lang. Wer weiß, was uns dort oben erwartet. Kurz mal gucken. Drei schwere Wutumschläge, drei normale und drei kleine. Ne, sechs kleine. Okay, was erwartet mich hier oben? Ein Loch in der Wand. Das ist ja super. Ah, und hier kommen wir wieder in einen zivilisierten Bau. Da hinten ist eine Truhe. Gleich mal gucken, wie es aussieht. Okay. Ja, haben schon ganz schön ein Stück zurückgelegt. Okay. Truhe, Holzkisten, wahrscheinlich ungefähr 50 Gegner noch drin. Wir finden einen Kultisten Bogenschützen. Und andere Leute, die wahrscheinlich auch ein Problem mit uns haben. Lass uns doch am besten in den Gang zurückgehen. Schachtet es als erledigt. Ja, genau. Wollte gerade sagen. Direkt ein Magier dazu. Ja, dann müssen wir wohl erstmal den Plünderer ausschalten, der jetzt sich gerade hier reindrückt. Oh nein, warte mal. Wir nehmen den Magier gleich. Vermutlich ist Gewalt doch eine Lösung. Der dummerweise. Sehr schön. Lebst du noch? Er lebt nicht mehr. Win, walte deines Amtes und heile am besten mal alle. Das wäre super. Verjüngen. Wo ist das hier? Massenverjüngung. Das da? Wiederbelebung. Gruppenheilung, genau. So, liebe Freunde. Und jetzt, auf... Wo ist denn da? Sehr schön. Bevor wir jetzt umorientieren, kannst du gleich mal den da heilen. So, dann den nächsten Plünderer, der auch gleich in unserer wundervollen Mitte steht. Sehr schön. Und jetzt den noch. Wie ihr meint. Zeigt mir die Richtung an. Du kannst vielleicht erstmal den heilen. Und du haust ihn bitte mal um. Zumindest fast. Sehr gut. Sehe ich noch weitere Gegner? Ich sehe keine weiteren Gegner. Dafür sehe ich etwas Geld bei dieser wundervollen Leiche herum. Liegen, was ich gerne mitnehme. Stolperdraht, den kannst du bitte mal entfernen. In der Zwischenzeit looten wir ein bisschen Gegner. Falle entschärft, und zwar während du wegläufst. Nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen Magier mit etwas Geld. Und wir haben einen Plünderer mit etwas Geld. Irgendwie habe ich gerade die beschissene Perspektive gewählt, die man dafür wählen kann, glaube ich. Egal. Und diese Falle haben wir scheinbar ausgelöst. Ne, die haben die ausgelöst. Komisch. So, kann ich die alle knacken? Ich kann. Dann machen wir es auch. Ein Streitkolb, den ich nicht mitnehmen kann. Aus Gründen. Eine Kettenrüstung, die würde ich aber schon ganz gerne mitnehmen. Was haben wir denn hier? Viridium ist 2,0 und das ist 2,25. Es war schön, sie dabei gehabt zu haben. Und Kettenrüstungshandschuhe können auch gleich mal weg. Alles nehmen. Was haben wir hier in der Truhe noch? Oder in der Kiste? Eispfeile, ja, kommt nämlich mit. Da kann ich den Streitkolben eigentlich auch direkt mitnehmen, fällt mir gerade so auf. Aber wahrscheinlich werde ich gleich danach wieder irgendwas zerstören müssen. Ich muss wieder zu einem Händler und Dinge verkaufen. So, gespeichert. Wir haben immer noch keine weiteren Ressourcen verbraucht. Also keine Wundumschläge und so weiter und so fort. Ach, guck mal, der behauene Bereich war aber von kurzer Dauer. Da haben sich hier mal ganz kurz in Alkoven eingefügt. Und schon mal sind wir wieder in irgendwelchen Drachengängen und Magma-Gängen. Okay. Hier ist nichts, es wird etwas wärmer. Und feuchter offenbar auch. Und hier ist eine größere Höhle mit Leuten, mit denen man sprechen muss. Oh Gott, das wird ein größerer Kampf. Ich merke das jetzt schon. Dann mache ich kurz mal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder.